Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie lange ich für dieses Bild gebraucht habe. Ich glaube, es waren so ca. 2 Wochen. Aber eigentlich waren die Stifte auch nur dafür da, einmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Prinzipiell kannte ich nur Acrylfarben und musste mich beim Schichten erst einmal umgewöhnen. Den richtigen Druck beim Schichten auszuführen war und ist noch immer nicht leicht. Insgesamt habe ich 3 Sorten Stifte verglichen, wie ich das so halte, wenn ich zuerst testete ich die Castle Artikel, eine Produktmarke, für ein kleines Budget, welche mit 72 Stiften ca. 40 Euro gekostet hat. Sie wird oft auf YouTube beworben und deshalb wurde ich auf sie aufmerksam. Zu guter Letzt die Faber Castell Polychromos. Diese erwarb ich im 12R Set um 18 Euro. Erstaunlicherweise waren die Noname Stifte von Temu gar nicht so schlecht, die Castle Art hatten in jedem Fall tolle leuchtende Farben. Und mit den Polychromos konnte ich noch schichten, wenn die anderen schon aufgegeben haben. Dann eine Marke, dessen Name mir noch nie untergekommen ist. Artrak. Sie wurde wohl auf Temu gekauft. 24 Stück haben unter 10 Euro gekostet. Wie man sieht, konnte ich eine echte Entscheidung noch nicht treffen. Was wohl auch dem geschuldet ist, dass ich erstmal das mir zu Hause zur Verfügung, darunter ein Bambuspapier vom Action, auf dem dieses Bild entsteht, ein Aquarellpapier vom Action, welches ich für Buntstifte nicht geeignet halte, ein Papier vom Action, welches in Schwarz, Weiß und Natur in einem Block zur Verfügung steht, und ein alter Skizzenblock von Bringmann. Wer auch immer das ist. Weiterhin habe ich diverse Hilfsmittel verwendet, wie zum Beispiel Schminkpinsel und Schwämme zum Verblenden. Acrylstifte, um weiße und schwarze Stellen hervorzuheben. Diverse Malmittel, die mir im Test gar nicht gefallen haben, weshalb ich sie auch nicht erwähne. Alles in allem hat mir dieses Bild Spaß gemacht. Jedoch kann ich zu Qualität und Verarbeitung der verwendeten Materialien wenig sagen. Für den Anfang bin ich zufrieden, jedoch ist meine Stifte- und Materialienauswahl noch lange nicht ausgebaut. Vorläufig werde ich mich hier mit Low-Budget-Materialien beschäftigen. Oder wer kauft sich einen Ferrari, bevor er den Führerschein hat? Ja, ich weiß, es gibt Leute, die machen das, aber die arbeiten auch nicht mit meinem Budget.